Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Rogue. Ich habe das Manuskript. Gut. Hope erwartet euch jetzt. Was ist jetzt Sleepy Hollow? Benjamin Frank, der Mann, der für Johnson die Vorläuferschaft hat. Wie lautet der Plan? Bleibt Hope, gebt euch für Johnson das Mannhaus und übergebt Franklin Chateau und Manuskript. Ich bin also ein Bote? Nein. Mal sehen, ob Franklin herausfindet, wie die verdammte Schatulle funktioniert. Bleib bei. Oh, soweit ich unterrichtet bin, weiß der Mann nichts über die Templer oder die Assassinen. Oh, eine einfache Aufgabe. Ja, ein einfacher Mann. Fiat Lux. Ihr seid spät. Es braucht sich was zusammen. Ja, das sehe ich genauso. Ah, Master Franklin, Sir. Ich heiße Shay und das ist meine Gefährtin Hope. William Johnson bat uns, euch das zu geben. Ah. Danke, aber ich fürchte, ich muss das Experiment verschieben. Verschieben? Warum? Die Armee hat meine Blitzableiter konfisziert. Leider sind sie unerlässlich, um Elektrizität in diese Schatulle zu leiten. Master Johnson würde Verzug nicht gutheißen. Vielleicht könntet ihr ja etwas tun. Die Soldaten schleppen hier ständig Dinge fort. Vielleicht könnt ihr sie fragen, wo meine Blitzableiter sind und sie mir zurückbringen. Steht zu Diensten, Sir. Beginnt eure Nachforschungen am Markt bei den Docks. Ich helfe hier bei den Vorbereitungen. Jo, Mann. Ich bin in der Schlagkraft. Ich kann meine Forschung kaum noch durchführen. So nahe soll man es nicht entdecken. Ihr wisst, wo das Lager aus ist, Soldat. Hi, Sir. Nicht umsehen, aber ich glaube, ich werde verfolgt. Sicher Einbildung, aber ich wage mal einen Blick. Du wirst nicht verfolgt. Ich halte mich von dort fern. Es heißt, der Mann experimentiert mit Blitzen. Apropos Blitze, da scheint ein Sturm aufzuziehen. Ei, hoffen wir, er wartet, bis wir Dienstschluss haben. Lust auf den Kleinen? Sicher, wenn du Kunden mitbringst. Oh, das ist hart. Gut, stell dir es zum Recht. Yeah.
Warum musst du so laut Alarm schreien? Du wirst doch auch mal herkommen können, du blödes Arschloch. Junge, was soll das? Bist du dumm oder so? Alter, hör doch mal auf damit, du kleines Arschloch. Meine Güte. Ich schleiche mich so weit und dann sieht der eine Arsch mich, wenn ich mich verstecken will. Ist das ein Ernst? Junge. Muss ich 200 Meter von euch weglaufen? Kein Pisser. Ich glaube, dann freue ich mich, wenn er mich wieder sieht. Bevor ich nochmal besprechen bin. Der zu kämpfen kann. Komm. Das Maul. Danke! Boah, seid ihr dumm oder so? Alter. Gleich welche aufs Maul oder später? Ich hab gefragt, ob du gleich welche aufs Maul willst oder später. Kein Sinn mehr, euch Idioten. Eh keinen Sinn mit euch Idioten. Nehmt euch eh wie die letzten Vollhorns. Mann. Macht man sich die Mühe und wird nur von Vollhorns angegriffen. Jetzt wieder. Komm da mal rüber. Bürger sind unzufrieden. Und da hat mich einer mit Müll beworfen. Das riecht also so. Lach nicht. Wenn der Kommandant so weitermacht, gibt's einen Aufruhr. Nun, mich würde es auch kratzen, würde mein Besitz konfisziert. Wir brauchen das Eisen. Vor allem. Sag das den Bürgern. Weißt du, ich wette, keiner dankt uns, wenn wir den Krieg gewinnen. Und was stellen wir mit all dem Metall an? Einschmelzen, schätze ich. Für Schwerter, Musketen. Dieser verdammte... Ich bete, dass König George bald Verstärkung schickt. Ich frage mich, was Master Franklin mit den Stangen vorhat.
Der Sturm wird schlimmer. Ich kehre zu Franklin zurück. Ich laufe nicht so fein hin zurück. Schon ein bisschen paradox, dass er für die Templar arbeitet und andere Templar das glauben. Eigentlich, ne? Jetzt arbeitet er für uns, aber eigentlich. Eine Karte. Wo ist das? Portugal. Lissabon, da bin ich mir sicher. Macht euch hinfort, Shay. Die Miliz trifft jede Minute ein. Sie werden Fragen stellen. Was ist mit euch? Ich bin bloß eine Hausfrau. Richtig. Mission abgeschlossen. Fiat Lux. Lassen, ja, wir haben uns entdeckt. Dafür bin ich geschwommen. So, ich würde sagen, das war's dann mal mit der heutigen Folge Assassin's Creed Rogue. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.